Models, wie zum Beispiel für Eva Herzegowa. Sie war 1994 Miss Wonderbra. Davor kannte sie noch niemand. Doch dank des stützenden und formenden Stücks Stoff gelang ihr der Durchbruch zum Supermodel-Status. Nicht Promis ziehen Wonderbras an, sondern Wonderbra zieht Promis an. So etwa Dieter von Thies, nach Giselle Bündchen das aktuelle Gesicht der Marke. Für Dieter eine ganz neue Herausforderung, denn sonst arbeitet sie eher nur spärlich gekleidet. Was den Wonderbra von normalen BHs unterscheidet, sind seine eingenähten Kissen, die